Hebräer 10, 17 steht: An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken, sagt Gott. Es steht nicht: An ihre vergangenen Sünden will ich nicht mehr gedenken, aber an ihre zukünftigen dann schon. Nein, es steht: An ihre Sünden will ich nicht mehr gedenken. Egal, ob es da um deine vergangene Sünde oder zukünftige Sünden geht, als Jesus für deine Sünden bezahlt hat, waren alle diese noch weit in der Zukunft. Wenn Gott nicht mehr an deine Sünden denkt, solltest du auch nicht mehr an deine Sünden denken. Denn wenn du an deine Sünde denkst, ist Sünde ständig ein Thema. Aber wenn du dich so siehst, wie Gott dich sieht, in Christus, vollkommen, heilig, tadellos, als Gottes Gerechtigkeit, dann passt sich dein Lebensstil fast automatisch an. Wenn du ständig Horrorfilme schauen würdest und dich damit identifizierst, dann wirst du auch zu dem. Und wenn du ständig Jesus anschaust, dich mit ihm identifizierst, dann wirst du auch zu dem. Sprüche 23,7 steht: Denn wie der Mensch in seine Seele berechnend denkt, so ist er. Gott möchte, dass du in sein Wort hineinschaust, wie in einen Spiegel. Dort erkennst du, wie dein Geist von Gott neu geschaffen ist, im Bild von Jesus. Hebräer 10, 22. So lasst uns hinzutreten, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hebräer 10, 2. Da ist die Rede von dem alten Bund. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Also mit anderen Worten, wenn man immer wieder opfern muss, hat man Sündenbewusstsein im Alten Testament. Und wenn man nicht mehr opfern muss, weil Jesus das letzte Opfer war, ein für allemal, dann hat man kein Sündenbewusstsein. Wenn du Sündenbewusstsein hast, dann lebst du noch im Verhältnis vom alten Bund, im Gesetz. Entscheide dich einfach, im neuen Bund zu leben. Da, durch das Werk, das Heilswerk von Christus, haben wir kein Sündenbewusst mehr, weil er alle Sünden beseitigt hat. Punkt.